So, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Pokémon Weiß. Genau. Wir sind immer noch in Aventias. In einem kleinen Dörfchen der Protagonisten. Genau. Was sollen sie unseren ersten Schritte gemeinsam tun? Also los geht's. 1, 2 und los. Meine Güte, ich bin vielleicht aufgeregt, kann ich dir sagen. Ach man, ich bin auch so aufgeregt. Euch die Folgen zu zeigen, Folgen aufzunehmen. Tut mir leid, dass sie so lange warten mussten. Ja. So, jetzt werde ich euch ein paar Dinge erklären. Wenn ihr ein Pokémon trefft, wird es automatisch in eurem Pokédex eingetragen. Gelingt es euch danach, das Pokémon mit Hilfe eines Pokéballes zu fangen, wird sein Eintrag im Pokédex um zusätzliche Informationen und Details erweitert. So, nun werde ich euch erklären, wie man ein Pokémon fängt. Wer weiß das nicht? Also ich weiß es nicht, wie man ein Pokémon fängt. Ich habe mal Shiny Nagelotz gesehen. Und ein Shiny Kukmada. Gut, es hängt vielleicht daran, dass ich aus dem Kukmada ein Ei gemacht habe und zufälligerweise daraus ein Shiny Nagelotz entstand. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ich werde niemals im Netzwerk einen Shiny Pokémon haben. Ja, Nagelotz wurde gefangen. Schick, oder? Habt ihr genau zugesehen? Ich erkläre es euch mal Schritt für Schritt. Jetzt müsst ihr das Pokémon schwächen. Dann, denn muntere und kräftige Pokémon sind nur schwer zu fangen. Und schwere Pokémon sind auch schwer zu fangen. Das sagt ja schon ihr Name. Nach Möglichkeit sollte eure Pokémon die Gegner mit einer Statusveränderung wie Paralyse oder Schlaf schwächen. Das war's. Zum Schluss schenkt ich euch noch ein paar Pokébälle. Food yet, Pokéball. Zieht ihr einen Pokéball in die Items-Tasche. Mit diesen Pokébällen könnt ihr Pokémon einfangen und die so gefangenen Pokémon mit euch herumtragen. So, das wäre dann alles. Ich mache mich dann auf den Weg und erwarte euch in Garvina. Oder Garvina? Wilde Pokémon tauchen übrigens nur im hohen Gras auf. Also das heißt nicht dieses kleine Gras dann links unten. Da tauchen Pokémon nicht auf. Und ich finde es auch richtig schick. Schön, wie die Blätter so im Hintergrund oder im Vordergrund, je nachdem, so durchs Wind fliegen, als ob Herbst wäre, obwohl wir eigentlich zu dem Zeitpunkt des Drehens haben wir Frühling. Ich habe eine tolle Idee. Jetzt lasst uns hier keine Wurzeln schlagen. Professor Esche wartet sehr schön auf uns. Mensch, und Kind, wollt ihr mir denn gar nicht zuhören? Wir können doch wetten, wer von uns die meisten Pokémon fängt, oder? Es gewinnt dann von uns dreien, wer einschließlich der Pokémon, die wir von Professor erhalten haben, letztlich die meisten Pokémon vorweisen kann. Das ist ja eine gute Idee. So wird es sicher richtig spannend. Und wenn wir dabei den Pokédex füllen, helfen wir obendrein noch Professor Esche. Ja, wer seine Pokémon heilen möchte, bevor wir nach Garvina kommen, braucht nichts weiter als bei sich daheim vorbeizuschauen. Mit Flanke meiner Seite bin ich einfach nicht so schlagen. Und jawohl! Oh, das ist doch krass. In das erste Schritt im hohen Gras kommt gleich ein kleines süßes Nagelotz. Los, mein süßes Otaro. Ich finde Otaro so süß. Echt, Otaro ist süß. Warum ist
mein Dings zu sehen. Los, kill ihn. Wir sagen mal killen. Nein, ich meine, besieg es. Das klingt kacke, deswegen bring's um die Ecke. Schick es ins Nirvana. Wilde Pokémon verstecken sich im hohen Gras. Wenn du also wilde Pokémon fangen oder gegen sie kämpfen möchtest, solltest du dich ins hohe Gras begeben. Nein, nicht ins hohe Gras. Ich habe Angst. Den Pokémon-Team noch ausreichend KP? Wenn die KP deiner Pokémon unterwegs zu sehr abnehmen, kann es brenzlig werden. Daher habe ich das hier für dich. Bitte leg es in die Medizintasche deines Beutels ab. Food, ihr habt einen Handtrank. Jawohl, ich liebe diese Musik. Und noch ein kleines Nagelotz. Das finde ich auch interessant in dieser Edition. Ich weiß nicht, warum die bei manchen so gehasst ist. Weil wirklich über 150 neue Pokémon auftauchen, die vorher noch nirgendwo zu sehen waren. Das heißt, in diesem Spiel kommen keine nervigen Tentaras, keine nervigen Kappadore, keine nervigen Taubsis, Zickzacks auf. Nein, dafür gibt es Nagelotz. Yep. Genau das will ich damit ausdrücken. Route 1. Echt, muss man wirklich für diese Route einen so großen Schild anbauen? Ich habe einen Schild gesagt, ja. Der Schild. Man kann beides sagen, man kann das Schild oder glaube ich auch der Schild sagen. Wenn ich mich jetzt nicht irren sollte. Ui. Liegt das am Yorklef oder ist meine Attacke stärker? Ich hau mal einen Tackle drauf und guck mal. Es lag eindeutig am Yorklef. Also Futi, wollen wir vergleichen, wer von unseren mehr Pokémon hat? Nö. Gut, dann warte ich auf dich. Ach, wir müssen das machen. Na gut, ich habe eh nur eins. Ich bitte erst ein einziges Otaro. Hier gab es noch nicht die Pokémon, die ich haben wollte. Jetzt sehen wir mal erst den Aufbau des Telefons. Tag auch, wie geht's, wie steht's? Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch mit euren Pokémon inzwischen recht gut versteht. Oh, hallo Professor. Ich bin hier gerade... Das ist ein bisschen verwirrend, weil... Ach so, da. Mundbewegung. Blabla. Nach nun auf und ab der Mund, der Münder. Genau. Und wir sind gar Winner. Nein, das war die falsche Taste. Ich finde die Mucke auch cool. Ich finde allgemein die Mucken auch wirklich. Die Mucken, genau. Ach, ich erfinde dauernd neue Wörter. Mucken. Guck mal in das Häuschen rein. Ich finde das Häuschen sieht schick aus. Ein Pokémon. Ah, wie ich dich beneide. Ich wäre auch gerne ein Pokémon-Trainer. Ja, mein Kleiner, musst du noch ein wenig trainieren. Hey, du, Kämpfe sind unerlässlich, um deine Pokémon zu trainieren. Und wenn er... genau. Ja, die sind hier auch nicht so informativ, weil die einem bloß halt sagen...
Du musst das machen und dann und da. Wenn deine Pokémon geschwächt sind, geh sie heilen. Wenn du genügend Geld hast, kauf dir Pokémon-Bälle und kauf dir Tränke und... Es ist alles selbstverständlich, aber... Ja, die lohnt halt noch für ganz Neulinge, die noch nie ein Pokémon gespielt haben, nochmal alles genauestens erklären. Ja, das Pokémon-Center, hier fühlt man sich gleich wohl. Ich fühle dich ein wenig herum. Hey, ich komme mit. Das ist das Herzstück eines Pokémon-Centers. Hier werden Pokémon im Nu aufgepäppelt. Und haltet euch fest. Das kostet alles rein gar nichts. Das ist verwunderlich, ja. Das Pokémon-Center ist das Beste. Ist der beste Verbündete eines Pokémon-Trainers. Probier es am besten gleich aus. Frodi, nur ruhig den Mut. Würdest nicht mich ansprechen, sondern die junge Dame da. Welche die? Würdest dein Team anvertrauen? Herr Werden! Aber Frodi, wo wolltest du denn hin? Sprich doch die nette Dame an und übergib dich. Nein, übergib dich. Ach, die meint ihr. Mann, sag das doch gleich. Ich verstehe sie nicht. Okay, dein Team ist wieder topfit. Dann erkläre dir den PC. Im PC kannst du... Das ist dein PC. Dies ist der PC, der Trainer kann ihn benutzen. Das heißt, du solltest dir darauf keine Pornos angucken. Dann kann sie ja jeder sehen. Nein. Sorry, das war... Tut mir leid. Das ist der PC, ist ein Pokémon-Lagerungssystem. Ich finde es eigentlich ist es nicht, dass es ein wenig sinnlos Pokémon-Lagerungssystem ist. Bei einem Lager, ja, ein Lager stellt man sich doch schon ein wenig anders vor als ein PC. Gut, auf einem PC lagert man halt Daten. Dateien. Aber, naja. Und dies ist die erste Edition, in der der Markt im Pokémon Center ist. Das ist echt verwunderlich, oder? Und hier gibt es halt Briefe aller Art. Und hier gibt es Tränke und Pokébälle. Wie viel kann ich kaufen? 13 Stück, dann kaufe ich mal 9. Dann habe ich 10 Tränke. Und warum haben wir 5 Pokébälle? Der hat uns doch ein Pokéball geschenkt. Jetzt haben wir auf einmal 5 Pokébälle. Ich verstehe es nicht. Da können sich Pokébälle vermehren. Was geht denn dort auf dem Marktplatz nun vor sich? Keine Ahnung, lass uns mal Echolex und die Lupe nehmen. Ich würde es auch gleich in die Lupe nehmen, was da los ist. Aber in der nächsten Folge von Pokémon Weiß. Ich hoffe, ich schalte wieder ein und ja, gebt einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr es nicht getan habt, ihr das Spiel mag und mein Let's Play dazu mögt. Und ja, wir sehen uns halt in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.